Hallöchen, ihr Lieben, da wären wir wieder mit unserem Mystical Ninja, mit dem lila Wutzi, der da seine Kreise zieht in der Erde und sich nicht den Schädel anhaut bei diversen Felsen. Oh mein Gott, die hat wohl echt gedacht, sie könnte uns blöd kommen, aber hihi, tschüss. Oh Gott, ist man da gelandet? Okay. Ha, ich hab's erwischt. Und hinüber. Oh, da ist nochmal so eine. Ist da. Da ist bestimmt irgendwas Böses. Na egal. Oh, what the heck? Oh ne, ist das fies. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ey, das geht aber nicht sowas. So eine Sauerei. Oh, Boss Time. It's Boss Time. Oh oh. Der sieht aus wie der Teufel. Ladies and Gentlemen, wir kämpfen gegen den Teufel, der eine Actionfigur ist. Boah, und der läuft auf uns zu und er spuckt mit Feuer. Oh mein Gott. Geh weg. Wow, bang. Wow, schnell aufholen. Wow, der war einfach. Der war richtig einfach. Und wieder bekommen wir eine Pokémon-Sammelkarte. Und wir kriegen Rang A, weil wir so gut sind. Wow. Das war in 2 Minuten, hey. Insgesamt in 4. Aber Vorarbeit haben wir ja noch im letzten Level gemacht. Und wir kriegen eine Pokémon-Sammelkarte. Eine neue mit Ninjutsu. Okay, haben wir schon die ganze Zeit. Hitting Technik. Aha. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber von mir aus... Gut. Stage 2 bleibt noch, oder? Wir haben 3. Wir haben 4. Wir haben 5. Ja. Nummer 2 fehlt noch. Nehmen wir wieder Kacke. Hab mir jetzt an den gewöhnt. Oh, dreh dich. Geht ja schon mal gut los hier. Bäm, bäm, bäm. Juhu, wir sind voll. Des Glücks. Scheint, als wären wir in einem Waldgebiet. Aha. Okay. Ein Rabe. Jo, sprach der Rabe. Was ist das? Boah. Boah, aber den habe ich erwischt, ne? Boah, das war ja dramatisch. Diese Müllsäcke, die muss man übrigens berühren, damit man sie besteigen kann. Ja, echt? Na. Du, 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 du. So, berühren. Blöder Müllsack. Des Todes. Oh, da ist ein Rabe. Die sieht man ganz schlecht. Die haben voll die Tarnfarbe. Oh, den habe ich aber. Boah, habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Okay. Ah, ich kann gar nicht höher hüpfen in einer Mahlzeit. Oh, nee, shit. Hat er uns getroffen, die Sau. Und das ist nochmal ein Rabe. Sorry. Und da ist nochmal einer. Oh. Ich möchte das eine aber noch haben. Deswegen ersteche ich die Raben jetzt von hinten. Ein Stich genügt. Und wir haben einen schönen blauen Himmel hier. Das ist auch der Wahnsinn, Leute. Hier haben wir einen ganz ausgefüllten blauen Himmel. Und hier machen sich erste Wolken breit. Hier sehen wir nichts von einer Hügellandschaft. Und hier hügelt es überall. Hm. Juhu, jetzt sind wir wieder komplett. Jetzt können wir weiter marschieren. Okay. Oh Gott, da ist ein Rabe. Oh ja, mit denen ist nicht besonders gut spaßen. Und die... Oh, wir machen voll ein auf Castlevania, seht ihr es? Und da ist wieder ein Rabe. Wir müssen die... Untoten-Tür. Ach komm. Sollte das jetzt. Schnell töten. Grabstein, ein bisschen Grabschändung machen. Oh, den können wir nicht schänden. Schade drum. Macht nichts. So, weiter geht's. Der schaut mir wieder direkt ins Gesicht, aber. Boah, da gehe ich besser nicht mehr raus. Okay. Okay, eine Schlange. Die so rumschnappt. Wahrscheinlich brauchst du Gesellschaft. So. Oh Gott, nein, da gehen wir noch nicht runter.
Was ist das für einer? Schwarze Ritter, oder wie? Der macht zumindest einen auf schwarzen Ritter. Naja, mir soll es egal sein. Mir ist es egal. So, und jetzt geht's oben lang. Ach, der krabbelt aber auch nicht schlecht, ey. Aber ich finde, unsere Yuri krabbelt noch ein bisschen attraktiver. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Ich meine unten. Ja. So, du Skelett. Du bist zwar tot, aber du merkst es immer noch nicht, wenn man sich dir nähert. Das heißt, wenn man unter dir drunter steht, ne? Das ist da bescheuert, ey. Sind die alle bescheuert oder was? Wow. Und schon beim Boss. Schon beim Boss, Freunde. Und es ist... Was ist das? Es ist Skeletor. Im Ninja-Gewand. Kann man ganz schlecht treffen. Und ich habe das Gefühl, das ist seine Frau. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Da ist es am besten, man steht immer mittendrunter. Dann kann einem eigentlich nicht viel passieren. Eigentlich. Und schon haben wir sie. Yeah. Das war das schnellste Nudelholz überhaupt. Und wir machen einen auf Power Ranger. Wieso haben wir jetzt Rang D? Das verstehe ich nicht. Wir waren noch gar nicht schlecht. Vielleicht war die Zeit, wäre jetzt zu lang gebraucht oder so. Keine Ahnung. Kane's Sword. Leute, wir haben den Besen von Harry Potter bekommen. Den Nimbus 2000. Wow. Cool. Jetzt gibt's wieder Smalltalk. Yuri sagt, check das aus, Kacke. Damit kannst du deine Kacke, also deine Hintenkacke, wegwischen. I guess there is someone behind the actions of the IGA. Also ihr wisst ja, die IRA oder IRA oder IRA oder wie auch immer. Ninja, Clans, ne? Des Ostens praktisch. You're right, sagt die Kacke. Und dann, the last scroll must be there. Ja, wir nähern uns dem letzten Kapitel dieses Spiels. Tsugi Kacke sagt, lasst uns beeilen. Beeilen. Ich glaube, das ist... Also, wir haben hier 2 gemacht. Das ist 6. Das fehlen uns noch 5 Hammer. 4 Hammer. 3 Hammer. 2 Hammer. Ja, dann 6. Und 6 ist richtig hart. Richtig, richtig hart. Und sollen wir nochmal mit der, oder? Ah, ich bleib mal bei KG. KG. Oder wie auch immer. Wie spricht man das eigentlich aus? Das ist furchtbar schwer, das Kapitel des Spiels. Finde ich. Ah. Muss man sehr behutsam vorgehen. Aber vor allem wir. Da kommen normalerweise Felsen runter. Da muss man auch sehr, sehr aufpassen. So. So, und jetzt muss ich vorsichtig sein. So, und jetzt... Oh, das ist wirklich nicht einfach, Leute. Das habe ich ein paar Mal privat vorher gespielt. Aber das Kapitel auch noch nicht zu Ende geschafft, ne? Das ist auch so eine doofe Stelle. Ah, seht ihr, warum diese Stelle wirklich doof ist? Jetzt können wir auf jeden Fall wieder mal gucken, dass wir irgendwie... Ah, das kommt doch wie gerufen, der Typ. Es tut mir leid, aber wir müssen mal wieder ein auf... Wir sammeln ein bisschen Energie machen. Das ist total blöd. Aber für ein Game Boy Color Spiel finde ich persönlich, dass es eine sehr ansehnliche Grafik hat. Das ist natürlich auch wieder eine Geschmackssache, aber ich finde das gut. Also, das ist durchaus NES-würdig. Ich möchte auf jeden Fall ohne einen verlorenen Lebenspunkt das Level hier weiter fortführen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt Stopp machen soll oder ob wir... Ich kann das Ganze beschleunigen, indem ich... Oh Mann, jetzt habe ich hier alles voll. Was bringt mir das? Nichts bringt mir das. Naja. Okay, wir machen Frontalangriff.
Und der will sich wehren, ey. Oh, oh nein, jetzt kommt eine andere Musik. Vielleicht ist das, wenn sich der Rang ändert. Weiß das einer von euch? Scheiße, jetzt habe ich noch mehr Mist gebaut. Komm, das Ding kann uns doch nichts anhaben hier. Also nur noch so. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall zu etwas kommen. Ich habe nämlich keinen Bock, wieder alles nochmal von vorne zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Video noch eingehen wird. Das hier weiß ich gar nicht, ob das überhaupt was ausspuckt. Aha, scheinbar doch. Aber nicht das, was wir gebrauchen können. Da, doof. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig. Aber der ist ja auch echt hohl, oder? Also, nee, ich bin jetzt ganz vorsichtig. Also, ich spiele jetzt extrem vorsichtig, weil... Mann, war das doof von mir gerade, ne? Oh, hey, du... Du blöder Power Ranger. Ich möchte dich tot sehen. Na los, komm schon. Hey, so eine Kacke, was soll das eigentlich? Das spuckt auch nichts mehr. Ich könnte ja eigentlich auch nur bei dem machen, oder? Da habe ich nicht so ein Berufsrisiko. So ein Ninja-Berufsrisiko, oder? Jetzt stirb schon. Ja! Einmal. Das war einmal. Das war einmal gut. Ja, falls es in dieses Video nicht reinpasst, dann mache ich das einfach so, dass ich die Häuschen so grinde praktisch. Und dann machen wir weiter, weil das Level, das ist noch eine Weile und das ist auch verflucht schwer. Und es ist ja auch das letzte, ne? Aber es ist schwer. Und ja. Ich werde es versuchen, mal privat zu Ende zu zocken. Aber ja. Das hier ist verflucht scheiße schwer. Oh, nee, nicht sowas. Brauche ich doch gar nicht. Ich habe schon alle 9. Oh. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Oh mein Gott. Ich weiß, es ist jetzt scheiße langweilig. Deswegen überlege ich gerade, ob ich euch eine Geschichte erzählen könnte. Irgendein Schwank. Aber ich erzähle immer so viele Geschichten, ne? Und die will auch kein Mensch hören. Ist das nicht frustrierend? Ach ja. Mist. Hey, ich will so ein scheiß Häuschen und nicht hier voll ausgespuckte Kacke da von dir. Dein Wirbelsturmwindchen kannst du der Hasen geben. Und die wollen es nicht. So, wenn man mit dem halt Tacheles redet, dann scheint das doch zu funktionieren. So, und jetzt bitte noch eins. Ja, dann wäre ich wieder voll bei der Sache. Ja. Jetzt juckt wieder meine Nase. Ah, das ist nur... Ah, sorry. Das ist nur, weil ich mich aufrege. Also ich finde jetzt schon, dass der hier noch einen Keks... Danke. So, aber da die Zeit ja auch wieder um ist, würde ich sagen, wir machen an der Stelle Stopp. Und ja, viel kann es nicht mehr sein von dem Spiel. Vielleicht sehen wir ja sogar den Abspann bei der nächsten Episode. Und es ist wirklich ein gutes Spiel. Schaut rein. Tut's euch an, ne? Denn es macht Spaß und es ist cool. Es hat jetzt nicht die beste Story, aber ja, welches Spiel hat das schon? Wohl die wenigsten. Also bis dann. Macht's gut, ihr Lieben, und ciao.